Tage Löwenohr. Heute vor 100 Tagen habe ich diesen Kanal Löwenohr Heilpflanzen verdampfen aufgemacht und wenn ihr euch mein Video angesehen habt, dann bin ich da ja eigentlich so ein bisschen just for fun rangegangen und habe euch gesagt, ich lasse das Ganze mal auf mich zukommen und schau mal, was sich so ergibt, denn in meinem richtigen Leben mache ich ja auch noch ganz andere Dinge. Und das Heilpflanzenverdampfen, das ist so als Interesse zu mir gekommen und es beschäftigt mich vor allen Dingen in meiner Freizeit, was da geht, was man mit den Heilpflanzen im Vaporizer alles für gute Erfahrungen machen kann und wogegen und wofür das hilft. Und so habe ich auch die ersten Videos für euch veröffentlicht und das Schöne ist, ich habe dann auch Rückmeldungen bekommen und dann auch so die ersten Nachfragen. Und dann habe ich ganz schnell auch gemerkt, okay, wenn ich die nächsten Videos veröffentliche, es ist auch wichtig, dass ich mich noch so ein bisschen auch damit beschäftige, was könnten für Nebenwirkungen entstehen. Und habe mir dann ganz schnell auch ein ordentliches Lehrbuch dazu besorgt über die Heilpflanzen. Und inzwischen mache ich es so, dass wenn ich ein Video vorbereite, dass ich danach schaue, was ist das eigentlich, was da in der Pflanze wirkt. Und was ist auch das, der Wirkstoff, der sich überhaupt durchs Verdampfen lösen kann? Denn nicht alles, was in einer Pflanze ist, also zum Beispiel die Schleimstoffe, die kann man jetzt nicht unbedingt durchs Verdampfen aktivieren, sondern die müsste man dann schon anders anwenden, nämlich durch Einnahme. Und so schaue ich jetzt jedes Mal auch hier rein, was ist drin, wogegen könnte es helfen oder wofür könnte es helfen? Und versuche euch da ein breites Bild abzugeben. Ja, und das Ganze ging dann auch schon so weit, dass ich jetzt beschlossen habe, dass ich noch mal eine Ausbildung mache zur Heilpraktikerin und mich da auch noch ein bisschen fortbilde. Denn es reicht ja nicht, dass ich weiß, was in der Pflanze alles drin ist, sondern ich möchte gern auch verstehen, wie die Vorgänge im Körper sind. Und mich interessiert dabei auch insbesondere, wie die körperlichen Symptome mit dem psychischen zusammenhängt. Also wenn ich eine Anspannung habe, die ja ganz oft auch stressbedingt ist, also psychisch ist, welche Auswirkungen hat das dann im Körper und wie kann ich das eine lösen und damit vielleicht auch dazu beitragen, dass sich das andere löst und ich das verarbeiten kann. Und das sind so meine persönlichen Themen. Ich schaue mal, inwieweit ich das jetzt hier so in diesen Videokanal mit reinbringe. Aber ich werde euch auf jeden Fall weiterhin meine Pflanzen vorstellen, die ich habe. Und ich habe in meinem Garten ja über 100, also da habe ich noch ein bisschen was vor. Und auch weiterhin an den Mischungen arbeiten und nebenbei auch so ein paar Experimente machen. Und es macht Spaß. Ja, ich habe insgesamt jetzt, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich habe nicht gezählt, aber irgendwas zwischen 10 und 15 Videos veröffentlicht in diesen 100 Tagen. Manchmal gab es so Zeiten, da ist richtig viel passiert und dann gab es aber auch wieder Zeiten, da war ich einfach mit anderen Dingen beschäftigt und hatte jetzt nicht so die Gelegenheit, Videos zu drehen. Habe mich dann eher aufs Ausprobieren beschränkt. Dann habe ich natürlich auch öfters die Anfrage bekommen, wo bekomme ich das Pflanzenmaterial her? Und manches kann man ja kaufen, vor allen Dingen in Teeform. Und dann verdampfen und bei manchen Dingen ist es auch so ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen das mal auszuprobieren. Da möchte man sich dann auch nicht gerade gleich 100 Gramm kaufen, denn damit kommt man ja sein ganzes Leben lang hin im Vaporizer. Und deswegen überlege ich gerade so, ob ich noch einen kleinen Shop dazu aufmache, wo ich euch kleine Packungseinheiten, wo man Dinge auch mal ausprobieren kann, dann anbiete. Das sind noch so vage Überlegungen, das weiß ich noch nicht so genau, ob und wann und wie, aber ihr könnt ja gerne eure Wünsche und Vorstellungen dazu unter das Video schreiben. Dann hilft mir das vielleicht auch so ein bisschen in den Überlegungsprozessen. Ja, und was ist noch passiert? Ich habe mir eine Visitenkarte drucken lassen, die ich, wenn ich Menschen treffe, und natürlich wie immer, meistens erzähle ich davon dann ja auch gerne, weil es mich einfach begeistert und dann mal mitgeben kann. Ja, ich glaube, das ist alles, was in den letzten 100 Tagen bei mir passiert ist und es ist ein Projekt, was total Spaß macht. Und es ist auch schön, dass einige von euch auch das so begleiten und immer mal ihre Kommentare drunter schreiben und das Ganze so verfolgen. Das macht natürlich Spaß.
Wenn man das nicht nur so in den luftleeren Raum reingibt, sondern wenn das auch eine gewisse Resonanz gibt. Und das ist eigentlich das, was es am Ende belebt und Freude macht. Und natürlich auch, wenn ihr dann schreibt, welche Erfahrungen ihr damit macht und auch wo eure Herausforderungen sind. Denn das ist ja genau das, was mich dann auch wieder motiviert, da noch ein bisschen tiefer in die Materie reinzugucken. Ja. Das war ein kurzer Zwischenstand von mir nach 100 Tagen und mal sehen, wann es an der Zeit ist, dass ich euch den nächsten gebe. Jetzt konzentriere ich mich erstmal wieder auf Heilpflanzen und Heilpflanzenmischungen. Macht's gut, bis dahin.